Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Resident Evil HD Remaster. Und wie ihr wahrscheinlich schon hören könnt, begrüßen euch meine Rabenbuddies. Die sagen Hallo, wie geht's, guckt zu, genug gealbert, auf geht's. Ey, die Kamera schon wieder, ne? Meine Güte, ey. So, Freunde da draußen, sagt mir doch nochmal, wo dieser scheiß Pianoraum ist, ey. Ich dreh noch durch. Pianosraum. Pianos. Verschließte. Hier war's, ne? Könnte gut aus möglich sein, dass es hier war. Yep, hier war's. Sehr geil. Okay, pass auf geht's. Kann sie nicht toll spielen? Wahnsinn. Sesam, öffne dich. Jo, wer weiß, was da jetzt wieder kommt. Da liegt doch schon wieder einer. Oder nicht? Guckt mal an. Travers Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein kärgliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen notwendig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es einen Sinn. Nur zwei Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren. Mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Der 13. November, der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tochter. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus geliefert. Jessica, Lisa wollten sie besuchen. Und ich wünsche, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein. Ich entsinne mich kurz vor meiner Ohnmacht. Gesagt, aber nein. Ach, Platz. Zum Lesen bin ich heute echt zu dämlich, Alter. Ohne Witz. Jetzt brauche ich erstmal dieses scheiß Schild. Das ist ja schon wieder Schild. Give me that shield. Da geht's da durch. Ja, können wir da machen. Warte mal. Ah ne, das hängt ja nicht mehr. Das habe ich ja an die Kiste gepackt. Oh Mann, ey.
Was soll denn das? Rabenbuddies. Ja, ich bin hier. Alles gut, Mädels. Mädels, Frauen, Mädels, Vögels, Rabens. Ich bin hier. Hey, sorry, ne? Aber ich bin heute echt zu blöd zum Lesen. Bin ich sonst auch, aber heute ist echt schlimmer. Deswegen braucht ihr euch nicht wundern, wenn ich nachher das Buch durchblätter, dass da kein Sound unterlegt ist, ne? Ich habe die schlechte Leseleistung, die ich abgeliefert habe, ich natürlich rausgeschnitten. Kann ich ja nicht antun. Naja. Ist halt so. Gib mir das Schild. Gib mir das Schild. So, oh, 4 Schuss nur noch, Schotze. Sollen das? Können wir das ja wieder mitnehmen? Und das Schild mitnehmen. Wer weiß, was da kommt, ey. Bin ja auch mal gespannt. So, mit O. Falsch. Ich muss doch zu meinen Rabenbuddies. Wo sind die? Rabenbuddies. Jo, erzähl mal einen Schlag. Was habt ihr heute so erlebt? Durch die Tür. Dass der immer noch hier schlafen tut, was soll denn das? So, jetzt können wir die Schild benutzen, die schön, so schön geprickelt hat. Warte mal, wenn ich da mal da... Das sieht aus, als wenn da irgendwas ist, ne? Hälse in der Tresen, lalalala. So, wir usen jetzt Shield. Brauchen sie jetzt nicht, ne, überhaupt nicht. Hä? Ach du Kacke, das ist einfach nur ein Schildtausch. Da ist sogar ein Shield drinne. Habe ich gar nicht gedacht. Okay, dann lege ich es. Oh, ich kann den nicht mal ablegen. Oh, wie behindert ist denn das schon wieder? Das ist das, was ich meinte. Du kannst nichts ablegen. Nix. Kannst du knicken. Guck dir das mal an. Nix ablegen. Oh, jetzt kann ich extra wieder hochrennen, Platz schaffen, damit ich das Schild nehmen kann und das andere Schild da reinmachen kann. Hey Freunde, warum ist das manchmal so behindert? Ich verstehe das nicht. Das kostet doch alles Zeit. Immer umsonst hier renne hier. Mal Gott sagen, es ist nicht so weit. Mein Gott, die Türen haben schon Verschleiß wegen mir, ne? Unglaublich.
College. Tolle Lotte, ey. Ja. Muss ich den Granatwerfer doch erstmal ablegen. Das ist nämlich, denke ich mal, genauso geregelt wie mit dem Schlüssel. Wenn ich das entferne, dann aktiviere ich dadurch was. Und wenn ich denn das Originalschild genommen habe und das durch dem Holzschild ersetze, wird dann hoffentlich nichts weiter passieren. So der Plan. Beziehungsweise die Theorie. Ich wundere das, ne? Der liegt auch so lange, aber das war ja mit Dings damals auch so im Zug, ne? Der Typ, der lag auch die ganze Zeit da und irgendwann, als dann dieses Zeitevent kam, da ist er dann zum Leben erwacht, ne? Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin ja froh, dass es hier noch kein Zeitevent gegeben hat. Och, meine Güte. So, pass auf, jetzt aber. Goldsymbol nehmen, jawohl. So, pass auf. Und jetzt? Siehst du? Alles wird gut. Bumm. So, und jetzt gucke ich mir das Ding mal an hier. Ist ja wirklich auch massiven Gold, war das Ding, ne? Meine Güte. Was passiert wohl, wenn ich das in den anderen Platz reinstecke? Das kriegen wir ja nur raus, wenn ich das teste, oder? Dann testen wir das mal. Let's test. So. Aha. Der Zahnradkasten ist aufgegangen, okay. Warte mal, wenn die beiden aneinander... wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Das ist ja auch doof gemacht, ne? Welches Rad möchten Sie drehen? Klein, groß. Welche Richtung? Links? Weiter drehen? Nein. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. So, warte mal, was war das jetzt? Ausprobieren, ja. Groß.
Welche Richtung wollen sie drehen? Links, jawohl. Weiter drehen? Nein. Wow, das war aber jetzt Zufall. Was ist das schon wieder für ein Schlüssel? Ha, geil, Schildschlüssel. Jetzt habe ich schon wieder so viel Schlüssel, ey, das ist doch nicht normal. Aber ganz ehrlich, um mir das ein bisschen einfacher zu gestalten, werde ich jetzt den Schildschlüssel erstmal wegmachen. Und ich werde jetzt erstmal nochmal denn die Türen durchgehen, wo ich nur Rüstungsschlüssel benutzen darf. Weil dann komme ich nicht ganz durcheinander. Ne, weil das wird langsam, du kriegst immer mehr Möglichkeiten, hier dir die Wege zu bahnen, aber ich habe immer noch einen Schlüssel. Oh, Mann. Ich bin mir aber auch erschrocken, bin ich ehrlich. Ich kriege halt jetzt, dadurch, dass ich diesen Schlüssel auch noch habe, immer mehr Möglichkeiten, hier weiterzukommen im Haus. Aber ich will erstmal mit dem Rüstungsschlüssel gucken, wie weit ich mit denen komme. Ne, weil, wenn du alles aufhast, kannst du den Schlüssel ja irgendwann mal wegschmeißen. Und wenn ich denn jetzt aber noch den, Schildschlüssel noch beischleppen die ganze Zeit. Dann mache ich ja auch die Schildtüren auf und das ist auch doof. Ich muss da erstmal mit System durchgehen. Es war gut, dass ich den Schlüssel jetzt erstmal habe. Den lege ich mir auch weg. So, weglegen, zack. Ich nehme den Granatwerfer trotzdem mit. Scheißegal. Oh, warte mal. Eigentlich, weil ich den Schlüssel hier habe, hätte ich das Ding jetzt nochmal speichern können, ne? Ja, mache ich jetzt. Ich speichere das nochmal. Falls ich jetzt irgendwie unverhofft wieder angegriffen werde und dadurch sterbe, dann muss ich nämlich die ganze Scheiße wiederholen. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Speicherband. Ey, das mit der Datenübertragung, das funktioniert heute sowieso irgendwie nicht, ey. Keine Daten übermittelt, Mensch, das haut ja eh nicht hin, schon wieder. Der Scheiß. So. Komm, gib mir mal wieder ein bisschen Schrott zum Muni, ey. Schrotze, Schrotze, Hilfe, Schrotze, Muni. So. Oh, nee, ich renn schon wieder mit dem Speicherband los. Gewöhn mir das nie ab, das wegzulegen. So. Na, zweimal speichern geht noch. Und dann ist aber auch. So, ich muss jetzt mal gucken, was das nochmal für eine Tür war. Wenn das Schild ist, dann weiß ich Bescheid. Nee. Das war Rüssi. Oh, da ist schon wieder Elektroschocker. Boah, ziemlich dunkel hier. Soll ich mal Licht anmachen? Wenn es geht. Geht nicht. Verdammt. Soll man bloß Licht anmachen? Oh, die Kerzen sind wahrscheinlich schon so weit runter, wa? Kann's auch haben.
Guck mal, ich bin ja hier reingekommen, ne? Oder nicht? Bin ich da? Nee. Ich werde mal die Waffe wechseln. Ja, das sieht ja alles so vielversprechend aus. Schon wieder schön viele Türen hier. Und dann geht's auch noch weiter. Okay, da könnten schon wieder Hunde durchbrechen. Ne, Zombies stehen dann draußen. Gehe ich hier hinten oder gehe ich vorne erst rein? Ich glaube, ich gehe vorne erst rein. Also, genauer gesagt, hier. Fangen wir hier an. Ah ja, alles klar. Gut. Dann haben wir die Tür jetzt auch auf. Das ist wieder so ein Zombie hier, ne? Da ist doch jemand drin, das weiß ich doch jetzt schon. Ja, das war doch klar. Der blutet nicht, oder was? Doch jetzt. Ja, wow. Zwei Zombies umgehauen, das war's schon. Und ein Tagebuch genommen. Aha, was ist das hier wieder? Hier ist eine Inschrift. Ein Tigerauge im Glanz des blauen und gelben Lichts. Ah ja, verstehe. Schon verstanden. Ich habe auch das Rätsels Lösung. Das Rätsels Lösung haben wir und deswegen werden wir es lösen. Das Gute ist, das Speicherpunkt direkt und neben der Ecke ist. Jetzt ergibt es natürlich auch einen Sinn, dass ich den Diamanten habe, ne? Meine Freunde, jetzt ergibt es Sinn. Ich habe mir schon gedacht, dass ich den vielleicht irgendwo einsetzen darf. Aber ich wusste noch nicht, wo genau.
Geilomato. Schotze, Muni. Ich freu mir einen Keks, ey. Okay, dann brauche ich halt noch einen gelben Edelstein, oder was? Tigerauge im Glanz des blauen und gelben Lichts, ja. Ja, ist egal. Hauptsache, ich habe Schotzemuni jetzt. Geil. Bin ich voll zufrieden mit. Nachteil, Taschen wieder voll. Gut, ich könnte die Granatwerfer auch wieder weglegen, ne? Guck mal, hier war ich ja schon, genau. Hier hinten war ich ja nicht drin, ne? Das ist doch der Raum, den ich meinte mit den Pflanzen, glaube ich. Ja, das ist der Raum, den ich meine mit den Pflanzen. Da muss ich ja so ein Verdünnungsmittel reinmachen, damit die verwelken, die Scheißviecher. Keine Ahnung. Ach so. Genau. Und da muss ich ja nachher dieses Düngerzeug reinhauen, das weiß ich auch noch. Aber gut, das macht jetzt gerade keinen Sinn, deswegen. Ja, ich weiß. Ich komme jetzt hier auch erstmal nicht hin. Weil ich erstmal diesen Scheiß Dings brauche, um die Pflanzen da zu vernichten. Und dann kriege ich ja schon die erste Maske eigentlich. Aber ich habe eben halt auch keine Ahnung, wo ich die jetzt gerade herkriege, ne? Diesen Sack mit den Chemikalien, wo die Pflanzen halt eingehen. Ich muss jetzt erstmal mit die 6 Shots und Munis klarkommen. Nützt nix. So, werde ich mal noch weiter abchecken. Welche Türen wir noch aufmachen können mit dem Rüstungsschlüssel. Alles habe ich ja sowieso noch nicht durch. Helmsymbol, ja, haben wir nicht. Wir haben nur Schildschlüssel, haben wir ja schon, aber keinen Helmschlüssel. So, wir sind wieder hier. So, meine Freunde, wie es weitergeht, seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge. Wäre ja schlimm, wenn es jetzt schon weitergehen würde, oder? Wir sehen uns!